Die Schönheit von Leben ist die Diversität. Und für mich, wenn ich so Elemente vermisse, dann das ist eigentlich sehr gut für mich, weil ich sage, ah, diese bringen Value und Wert in mein Leben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich so eine multikulturelle Erfahrung habe. Ich bin Wei Rong Li und ich komme aus Ungarn. Und jetzt sind wir hier in die schöne Stadt von Budapest. Ich bin eine Global Citizen, eine globale Mensch, würde ich sagen, weil meine Wurzeln sind von China, aber auch hier in Ungarn und jetzt auch in Österreich. Ich bin in Ungarn geboren und aufgewachsen. Ich bin hier zur Schule gegangen. Zwar nicht in einer ungarischen Schule, aber in einer amerikanischen internationalen Schule. Ich bin dauernd unterwegs zwischen meinen Heimaten. Und das ist Budapest, das ist Qingdao und Changsha von China, aber auch jetzt in New York, in den US. Also, und ja, natürlich auch Wien in Österreich. Also ich fahre immer zwischenher und das ist nochmal so ein großes Privileg, immer so eine internationale Perspektive zu haben und halten. Ich bin die Founder und CEO von einem Social Impact Media Unternehmen, die heißt Raw Culture. Und wir stellen da Menschen, die auch so eine interkulturelle und internationale Wurzeln hat, um ihre Geschichte positiv darzustellen. Was sind die Vorteile? Was für Perspektiven können diese Menschen beitragen zu unseren Gemeinschaften? Und ich mache auch interkulturelle Trainings und Speakings und Coachings an Organisationen, Unternehmen, die auch international funktionieren. I am often referred to as a third culture kid, or TCK. Third culture kids are byproducts of globalization. And with an increase in globalization and global mobility, very soon, either yourself, your partner, or even your kid may be a third culture kid. Jetzt mache ich ein großes Projekt, die eine Sendungreihe ist, die heißt Connecting Cultures with Wei Rong Li. Das Thema geht über Menschen mit einem interkulturellen, multikulturellen Hintergrund. Hi, I'm Wei Rong Li. Welcome back to Connecting Cultures with Wei Rong Li. Join me as we explore inspiring stories of global citizens. Together, we'll discover new perspectives, foster meaningful connections, and contribute to a more peaceful and loving world. Especially nowadays, I think we're so preoccupied with like identity politics, like where are you from, what do you look like, what does it mean, how do you treat people from here, from there. And I felt like it's one of the biggest assets to have that I can kind of just like communicate with pretty much anybody. So I said Damascus, the place I come from, and then there is also the cities you mentioned that also contributed to my identity, and I felt always forced to justify things. Yeah. You always come in new societies, have to learn the language. You're a different person, you're a different identity there. And it was really sometimes a nice experience and sometimes a difficult experience. Als ein Mensch, der zwischen Kulturen steht und aufgewachsen ist, wir haben so viele Vorteile und wir haben so viele Erfahrungen, die uns auch etwas Neues gibt und neue Perspektiven gibt. Aber es gibt auch schon Nachteile, zum Beispiel diese Frage, die oft vorkommt, zum Beispiel, woher kommst du? Where do you come from? Diese Frage kommt immer nach mir. Und für mich, ich habe einfach keine eine Antwort, weil ich habe so viele verschiedene Perspektiven, Identitäten von meiner Hintergrund. Es geht auch um Mensch zu sein, dass wir sind divers. Wir haben verschiedene Perspektiven und Angles, die wir die Welt anschauen.
Und mit Connecting Cultures möchte ich diese Diversität von Menschen, diese Menschlichkeit, diese Vernetzung von Menschen hervorzuheben. Das ist die Beauty of it. Wir haben eine andere Perception von Identity und wir können wirklich wie Citizens of the World.